Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 9. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen aus gegebenem Anlass uns mal wieder das britische Pfund anschauen, und zwar hierbei speziell gegenüber dem US-Dollar, das sich hier aktuell mit starken Bewegungen bislang zeigt. Heute hier just zur Eröffnung der European Session und entsprechend auch hier der Aussagen von Super Mario Draghi in Brüssel bewegt sich einiges, wenngleich der Euro selbst hier noch relativ ruhig daherkommt. Das britische Pfund hier mit deutlichen Abgaben, und das hängt natürlich auch immer wieder mit Umfrageergebnissen, Auswertungen, Tendenzen in Sachen Brexit zusammen. Es dauert nunmehr noch 2 Wochen, dann ist der Tag der Tage, der sicherlich neben England und Europa auch weltweit für Regung, Aufmerksamkeit sorgen dürfte, je nachdem, was eben passiert. Die Annahme dessen, dass es hier wohl zu einem Verbleiben oder zu einem Verbleib Englands kommt, ist durchaus in den letzten Wochen immer wieder auch en vogue gewesen, aber just hat sich das ganze Stimmungsbild eben doch ein bisschen gekippt, und insofern sind die Befürworter eines Brexits hier leicht im Vorteil. Es gab ja da auch unlängst einen Videoclip und diverse eben Interviews, und das spaltet natürlich buchstäblich die Nation, denn die, ich will es mal so sagen, Risiken eines Brexits sind soweit nur annäherbar kalkulierbar, und die Angst vor Neuem bzw. vor dem Unkalkulierbaren führt eben hier zu großer Hektik. Und wir sehen jetzt hier auch beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, schauen wir uns das gerade mal im Stundenchart an, hier die letzten Tage. Sie sehen hier starke Impulse, das hängt natürlich auch hier einerseits mit den Non-Farm-Payrolls, hing das zusammen in der letzten Woche, aber hier diese Kerze, das war auch außerordentlich am Morgen vor 2 Tagen hier sozusagen ein Fat-Finger-Move. Man munkelt, dass hier eine größere Order und Market war, die in ihrer Größe eben zu dieser Handelszeit hier praktisch zum Ausgang der Asia Session in den frühen Morgenstunden abgesetzt wurde und hier innerhalb von einer Minute oder auch wenigen Sekunden hier zu enormen Bewegungen führte. Sämtliche British Pound Pairs haben hier, britisch Pfund US-Dollar zum Beispiel, knapp 200 Pips zugelegt. Innerhalb weniger Sekunden, Schrägstrich einer Minute, ging es hier nach oben, dann wurde direkt wieder abverkauft. Diese Kerze ist hier sozusagen als Fat Finger Move zu bezeichnen. Hier ist sicherlich in Sachen Orderaufgabe was schiefgelaufen. Grundsätzlich aber hier auch die letzten Tage hochvolatil. Und zum aktuellen Geschehen bleibt zu sagen, wir haben das gestrige Vortagestief hier gerissen zum Start in die European Session, hier der Stundenchart, wie gesagt, und wir sind jetzt hier nach unten getropft. Das Risiko, dass wir hier jetzt zunächst weiterfallende Preise sehen, ist durchaus hoch, und wir sehen hier diese rote Linie, die hier so in den Chart kommt, die bildet sozusagen einige Unterstützungspunkte aus auf höherem Niveau sozusagen, und dieses Level ist es eben durchaus, was das britische Pfund kurzfristig ansteuern kann. Sieht also so aus, als würde die Schieflage, die es hier aktuell gibt, so bleiben, als würde es eben hier entsprechende Folgetiefs geben. Einzig die FTSE-Vektorlogik hat heute hier im Prinzip einen bullischen Bias vorausgeworfen, der auch bis zum Opening der EU-Session galt. Wir sehen mal hier das Pattern von heute. Hier mit 67%iger Trefferquote, 307 Erscheinungen, das ist enorm stark. Und hier einen theoretischen Zugewinn heute von 0,6% aufgrund des Verhaltens der letzten Tage, um genau zu sein, der letzten 2 Tage hier. Entsprechend die Kerzensymbolik so, dass wir heute einen bullischen Tag zu erwarten hätten, was auch durchaus hätte passieren können, wenn wir die 1,45 eben verteidigt hätten. Dann gehen wir jetzt mal wieder in den Realchart. Hier sehen wir die Marke von 1,45. Es ist eben auch der Bereich des gestrigen Tagestiefs, und wenn wir hier eine Stabilisierung erfahren hätten, wäre die Chance gut gewesen, dass wir auch im Sinne der Fuzzy-Logik und, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, im Sinne der Wochentagsstärke, heute hier der Donnerstag, der bullischste Wochentag beim Cable, sozusagen nach oben hätten laufen können. Das sieht aber jetzt ganz anders aus. Es gibt, wie gesagt, keine Garantien am Markt, und die sind jetzt hier sozusagen hinfällig. Nächstes Kursziel wäre der Bereich von 1,44. Hier kann es zu einer Stabilisierung kommen, auch ein Stück weit tiefer, 1,43,75. Sie sehen hier, gab es auch schon am 1. Juni und dann zuletzt hier am 6. Juni Stützungskäufe. Ich würde vermuten, dass genau das Gleiche auch wieder hier passiert und dann das Ping-Pong-Spiel in Sachen Up and Downs sich hier wohl zwangsläufig weiter fortsetzen wird. Zumindest ist das mal die Annahme. Und auch hier jetzt mal in den Tageschart zuletzt die Einschätzung eben die, und da hält sich das britische Pfund relativ gut dran, dass wir hier einen Ping-Pong fahren bis zu dem 23.06. Warum steht das jetzt auf dem 22.? Lehne ich mal anpassen, die hier löschen.
So, jetzt haben wir es. 23.06. Bis zu diesem Tag, denke ich, wird es eben volatil bleiben, wird es hier weitere Moves geben und die Volatilität möglicherweise sich auch mehr und mehr zusammenziehen, um dann eben hier am 23.06. zu explodieren oder implodieren. Das wird man mal sehen müssen. Das Cable, wie gesagt, aber kurzfristig hier im Bereich 1,4475, 1,44, 1,4375, 1,44 durchaus dann wieder bereit für einen möglichen Rebound. Auch weil wir hier gerade auf Tagesbasis, haben wir im Stundenchart nicht gesehen, hier einen möglichen Support haben. Auch das 50er Retracement-Level vom letzten Impuls ausgehend. Also hier sind die Chancen um 1,44, 1,43, 75 durchaus gut, dass das Cable hier nochmal einen Auftrieb wieder erfährt. Zwangsläufig meine ich, wird es nicht dafür reichen, dass wir hier nach oben rausgehen. Auf keinen Fall vor dem Referendum. Ich denke nicht, dass da die großen Positionierungen stattfinden. Und insofern muss man mal sehen, wie es dann weitergeht. Also man darf gespannt sein, ob es heute hier tatsächlich zu weiterer Schwäche kommt. Unterhalb von 1,45 bleibt der Bias bärisch. Da kann es wirklich nochmal 50 bis 100 Pips weiter runtergehen. Gehen wir hingegen wieder über die 1,45 zurück, dann muss man natürlich das andere Szenario spielen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass der Markt hier dann sozusagen einen Rebound macht und das gestrige Vortageshoch bei 1,46 angreift. Das ist aber mit der aktuellen Schwäche eher unwahrscheinlich. Dennoch muss man natürlich hier immer für alles gewappnet sein. Gut, das große Bild im Wochenchart brauchen wir gar nicht so sehr thematisieren. Das wird dann eigentlich erst spannend, wenn wir hier wirklich das Referendum hinter uns haben. Und wie gesagt, es kann hier mehrere hundert Pips am 23.06. nach oben wie nach unten gehen. Das ist ein großer Event, so ein Event gab es in der Art noch nicht. Und wie gesagt, das hängt auch hier ein Stück weit was dran, was dann andere Länder denn davon halten, was Großbritannien macht. Und ein Austritt wäre, wie gesagt, ein Beben, will ich fast sagen. Gut, und insofern wollen wir mal sehen, was der heutige Tag noch bringt. Bewegung gab es ja schon reichlich, auch beim Yen. Mal aufpassen, was hier noch geht. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen natürlich wieder in aller Früh 9:30 Uhr zum Devisenradar. Bis dahin, Ihr Christian Gemmerer und tschüss.